Der Mini-DVR bietet die Möglichkeit, Videosignale und Audiosignale aufzuzeichnen und diese per WLAN zu übertragen. Sie können also mit dem PC oder Notebook einfach auf den Speicher des Geräts zugreifen und müssen die Speicherkarte nicht entnehmen. Zudem können Sie live in das Audio- und Videosignal hineinhören. Darüber hinaus kann der Rekorder mit einem bestehenden WLAN verbunden werden, sodass sogar ein Internetzugriff möglich wird. Links im Bild sehen Sie den WLAN-Adapter, mit dem Notebook oder PC verbunden werden. Die LAN-Verbindung muss man so konfigurieren, dass dem Notebook dann eine feste IP-Adresse zugewiesen wird. Zwar die 192.168.2.2. Dies ist die IP-Adresse, mit der das Notebook auf den WLAN-Adapter zugreift. Öffnen Sie dann die Software im Lieferumfang. Schalten Sie den Rekorder ein. Und nach wenigen Sekunden wird aus dem Disconnected im Bild ein Connected. Man sieht auch sogleich die Aufnahmen auf dem Gerät, beziehungsweise kann die neuesten Aufnahmen herunterladen. Starten Sie per Mausklick eine Aufnahme und natürlich können Sie diese ebenso stoppen. Außerdem kann man live ins Audio- und Videosignal hineinhören und hineinsehen. Nach vorheriger Konfiguration können Sie mit der Software auch via Internet auf den Rekorder zugreifen. Es wird nun der Download der neuesten Daten gestartet. Eine Stunde Videomaterial benötigt ca. 3 Minuten 30, um heruntergeladen zu werden. Ist der Automatic Download eingeschaltet, beginnt der Download ohne irgendwelche Einstellungen oder Klicks. Die Software bietet noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. So kann zum Beispiel eingestellt werden, ab welcher Lautstärke eine automatische Videoaufnahme erfolgen soll. Ebenso kann eingestellt werden, wann das WLAN aktiv ist, um darauf zugreifen zu können. Außerdem können Sie einen Zeitplan festlegen, der sagt, wann Aufnahmen erfolgen. Mit dem Tool zum Wi-Fi Network Setup können Sie den Rekorder mit einem bestehenden WLAN verbinden, um den Internetzugriff möglich zu machen. Erwerben Sie den leistungsstarken Mini-DVR mit Minikamera auf www.alarm.de.